Hello. This is Paul London, the Intrepid Traveler. And you are watching Social Podcast Wrestling. You are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Social Podcasts. Hier mit der Review zum Wrestling-Event New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 11, live im Tokyo Dome natürlich. Ja, das Ganze natürlich, Wrestle Kingdom, wie man es kennt, die größte Wrestling-Veranstaltung, also für Japan, also größte New Japan Pro Wrestling-Veranstaltung, wenn man so will. Ich bin natürlich nicht alleine, mit dabei ist Roman. Hi. Und mal nach langer, langer Zeit der gute Kevin. Jawohl, endlich. Hi, was geht? Er hat es endlich geschafft. Endlich, weil New Japan muss einmal einschalten. Ja, das ist auch richtig. Bei dem guten Event kann man das verstehen. Ja, ich rede nicht drum rum. Wir fahren natürlich sofort an. Und zwar, ich würde sagen, mit dem Pre-Show-Match, welches es da gab, es war Stark, sozusagen Dark-Match, ein New Japan Rumble-Match. Ja, Michael Elgin, Aussprachen sind immer so meine Sache. auf jeden Fall besiegt er viele andere Wrestler, die ich jetzt aber nicht alle nennen werde. Mitunter waren dabei Yushin van der Liger, Cheeseburger, Billy Gunn, auch Yashitatsu, Tiger Mask. Das sind so ein paar Namen, die man auf jeden Fall kennen sollte. Ja, was haltet ihr von dem Match? Habt ihr es gesehen? Ich hab's, wenn ich reden darf, oder? Als erster. Jo, klar. Ja, das redet du gut. Jo, also ich hab's gesehen. Ich muss sagen, das Match war jetzt nicht wirklich gut, aber damit soll es auch nicht sein. Im Endeffekt, das Match ist ganz der Cheeseburger. Finde ich zu geil. Ich finde aber, man hätte mal Yoshitatsu gewinnen lassen können, weil der Typ kann ja eigentlich schon was und er war jetzt so lange weg, das hätte ich gut getan. Elgin auch, hat es verdient auf jeden Fall, aber ich glaube, Tatsu wäre besser gewesen, der ist dort. Meine Meinung. Ich finde, also ich verstehe es halt deswegen, dass man Elgin stark bookt, einfach damit man jetzt wieder einen Typen hat, den man dann vermutlich mal so Richtung Intercontinental-Szene schieben kann. Ich glaube, Yoshitatsu, er ist wirklich gut und so, das weiß man auch, aber es fehlt einfach noch ein bisschen. Also es wäre so ein Erfolg, alleine würde ihn jetzt nicht direkt wieder hochpushen. Bei Elgin ist das anders, er hat einfach schon eine riesen Vorvergangenheit, hat einfach den Titel auch gehalten, hat genug Titel in seiner Karriere schon gehalten, den kannst du dann direkt wieder hochpushen, deswegen glaube ich, war das auch die richtige Entscheidung. Das Einzige, was ich noch sagen will, Scott Norton, dass ich den Typen nochmal wiedersehe, das hätte ich nicht gedacht. Stimmt, ja. Ja, also ich fand auch vollkommen in Ordnung, dass Elgin gewonnen hat. Ich finde bei Yoshitatsu auch so das Problem, er hat für mich irgendwie zu wenig von allem. Ich weiß nicht, hätte mir gar nicht so gefallen, hätte Tatsu das Ganze gewonnen. Ich finde mit Elgin schon einen passenden Sieger, wie Roman schon gesagt hat, dass bei ihm so ein bisschen aufbaut, das finde ich vollkommen in Ordnung, wie man das gemacht hat. Und Cheeseburger natürlich, der letzte mit Elgin, der noch im Ring war. Großartig. Das war richtig lustig aus, wie Cheeseburger so ein bisschen probiert hat, auf ihn einzuschlagen und Elgin sich gedacht hat, was ist das, was mich das trifft, wo ist die Mücke da unten? Ja, super. Das Krasse ist ja, der läuft wirklich rein in die Arena, ja. Die Crowd, die ist wirklich laut und ruft Cheeseburger, feiert den Team ab. Das war echt krass, wie die Leute bei Cheeseburger ausgeflippt sind. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen nun zum richtigen Opener des Abends in der Main Show. Und zwar war es sozusagen ein Anime-Match, wenn man so will. Und zwar Tiger Mask W oder Tiger Mask W versus Tiger the Dark. Wir haben jetzt oder besser herausgefunden, wer besser unter der Maske gesagt, von Tiger Bushi Dark. Gegen ACH. Genau, so kann man es auch sagen. Ja, das ganze Match auf eine Anime-Serie angeknüpft oder ja, drauf basiert. Ich habe davon noch nie was gesehen. ich hab halt was davon gehört, aber gesehen habe ich es jetzt noch nie. Aber naja, vielleicht mal so ein Wrestling-Anime, warum denn nicht? Kann man ja vielleicht mal vorbeischauen. Und ich glaube, die Kommentatoren haben ja da auch natürlich immer richtig schön beworben,
da muss man auch mal sagen, die zwei haben richtig gut, auch während der ganzen Show richtig abgeliefert. Also das waren, die haben wirklich sehr gut kommentiert. Vor allem bei einem Match, wo sie komplett lachend weggebrochen sind, das war grandios. Naja, ja. Ich muss auch sagen, dass Kelly und Ding, Karino viel Erfahrung miteinander haben, die machen auch noch so Jacken zusammen, das ist klar, das merkt man auch, dass sie miteinander tun können. Das war, war echt unterhaltsam und echt cool, denen zuzuhören. Ja, auf jeden Fall, so geht es mir auch. Ich fand wirklich gut, dass ich das in Englisch hatte, den Stream. Hab mich sehr drüber gefreut. Na, ich finde, ihr Japanisch ist besser, weil es einfach mehr dazu passt, aber ja, sie haben viel mal den Job gemacht. Du hast halt Corino, Weste und Kelly, das reicht schon, die Namen. Das ist super. Ja. Super Commentary. Und auch generell, stimmt, das Match war, finde ich, jetzt Opener perfekt. Also finde ich auch, Es war kurz, also nicht zu lang, hatte schöne Spots, ein schönes Ende, ganz normal, wie man es will. Also für einen Opener kann ich mich ganz und gar nicht beschweren. Man hat einfach in der kurzen Zeit einfach die zwei einfach so in dem Sinn das Gröbste aus sich herausholen lassen. Einfach mal in 7 Minuten circa war es, glaube ich, hat man wirklich ein schönes Match, ein schönes, schnelles Match zeigen lassen. Genau, richtig. Genau, so geht es mir auch. Hab mich sehr gefreut, das Match. Ja, dem stimme ich zu. Super. Gut, ich würde sagen, kommen wir zum ersten Titelmatch auf der Card. An dem Abend, und zwar trafen Roppongi Vice, also Beretta, welchen man jetzt Trent Beretta kennt, aus der WWE, und Rocky Romero. Diese trafen auf die Young Bucks, das muss ich nicht weiter erklären. Young Bucks natürlich, sind natürlich nicht nur die Tag Team Champions, die Junior Tag Team Champions waren sie aber. Vielleicht irre ich mich auch, ist mir egal. Die haben ein bisschen mehr Gold um die Richtig, Hüften. Richtig, darauf wollte ich hinaus. Nicht nur ein Titel, ein bisschen mehr. Da auf jeden Fall super ausgehen, schon mein Entrance. Ja, Beretta und Rocky Romero gewinnen das Ganze. Hat mich doch, eigentlich finde ich schon überrascht. Ich meine, ich fand es ein bisschen schade, weil ich, Limebugs sind einfach nur super. Also, die Kerle sind super. Was soll ich sonst sagen? An sich, das Match war auch großartig. Vor allem auch, ich fand den Spot super, wie soll ich den erklären am besten? Welchen Spot meinst du? Pass auf, einer von den Young Bucks und ich glaube es war noch Rocky Romero, wollte halt Springboard-Aktion machen. Einer von den Young Bucks fängt ihn auf, macht dabei einen Dropkick an Beretta, welcher gerade, ich glaube, eine Powerbomb zeigen wollte oder was? Ah, so ist ein Finisher, Genau. Dann hat diesen Flip rüber, das sah super aus. Ja, genau. Das war schön gemacht. Ja. Das ist mir auch am meisten im Kopf geblieben. Ja, ich muss sagen, die beiden Teams können miteinander echt gut wrestlen. Das war echt ein schönes Storytelling, was ich fand. Ja. Besonders, ich muss wirklich sagen, Romero hat mir echt gefallen in dem Match. Ich war nicht so ein Barretta-Fan. Ich weiß auch nicht, da irgendwie dem Fried irgendwas. Wo ich denke, so fuck, du bist geil. Aber Romero hat mir echt gefallen in dem Match. Und die Bucks natürlich auch. Erst schon Heal gespielt, erst schon Heal rausgelassen. Dann angefangen, ins Match Story reinzubringen und es so aufzubauen. Ich bin halt traurig, dass sie verloren haben, weil ich bin ein riesen Young Bucks-Fan. Aber mein Gott, sei es drum, war ein geiles Match auf jeden Fall. Und ja, war richtig geil. Also, eigentlich hätte man das auch als Opener nehmen können. Es war auch, eigentlich kann man sagen, so der richtige Opener. Wenn man jetzt so das Anime wegstreicht, war richtig cool. Ich fand den Anfangsspot einfach, fand ich fast den geilsten von der ganzen Show, einfach wo die Young Bucks sagen, nö, ihr habt keinen Bock mehr auf den Mist, gehen raus, verpassen den Double Superkick und sprinten zum verrückt. Ich hab's da richtig gelacht. Das war richtig geil. Rocky Romero, glaube ich, so ziemlich eine seiner krassesten Vorstellungen hat er richtig geliefert. Erstens, ich liebe seine Forever Clothesline. Ich feiere das einfach, wenn er dann einfach seine Clotheslines einfach die ganze Zeit durchzeigt und dabei brüllt wie Schwein, das ist geil. Und auch dieser eine Bump von Beretta bei diesem Dopikon Hilo, wo er einfach nur auf den Boden geknallt ist, Alter. Und die Young Bucks einfach ausgewichen sind, boah, das ist ja richtig übel. Boah, der dachte so, aua, einfach nur aua. Das muss so wehtun. Der war richtig schmerzhaft. Vor allem, wenn man da sieht, die Matten dort sind ja jetzt nicht gerade die dicksten. Also, da ist zwar eine Matte da, aber naja, viel ist nicht. Und
von der Höhe mit dem ja, Tempo. Stell dir vor, du springst wirklich. Aufzuschlagen. Auf jeden Fall. Aber stell dir vor, du springst wirklich vollkommen ins Leere. Du springst einfach ins ja. fucking Leere auf eine verdammte Matte, die nicht dicker ist als 15 cm. Das ist krank, Mann. Man ja. fängt dann weiter. So, für so einen Spot zuzustimmen, boah. Kann man mal machen. Ja. Aber wir haben diesen Abend noch viel mehr Spots gesehen, die noch teilweise noch viel krasser sind, aber dazu später oh, ja. mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen. Und am Ende halt noch, das finde ich genau zu erklären, die Young Bucks wollten den War Bang Feuerbug zeigen, haben dann aber in dem Sinn haben sie so eine kleine Miscommunication gehabt, weil ja schon zuerst einfach mal der andere schon am Ringseil oben gestanden ist und das ist ja normalerweise nicht der Fall. Und ja, Trent Barretta ist von den Toten nach diesem Megaspot auferstanden, hat den einen der Jacksons runtergeworfen. Keine Ahnung, wer da jetzt wer war. Die sehen einfach so aus, wenn man jetzt die Gesichter nicht sieht, ein bisschen zu gleich aus. Und Rocky Romero hat den anderen dann mit einem Backslide eingerollt und das Ding geholt. Ja, war ziemlich überraschend, finde ich auch, aber auch wieder gut. Sie haben 2016 schon mal die Titel gehabt. Und ja, ist sicherlich kein schlechter Weg für die zwei, weil sie sind ein sehr unterhaltsames Tag Team. Trent Barretta vor allem tut das sehr gut jetzt mit einem Typen wie Rocky Romero, der einfach wirklich extrem charismatisch ist, zusammenzuarbeiten. Aus Tag Team sind sie auch sehr, sehr unterhaltsam. Freut mich für die zwei. Ja, so geht's mir auch. Ich finde es wirklich, wie gesagt, ich war etwas traurig, dass sie anfangs verloren haben, aber ich finde... Auch bei Wetter und die Romero haben, sind die super. Haben halt auch noch genug Titel. Also ja, geht's glaub, nämlich. So wie sie es gesagt haben, oh, der Titel ist halt weg, wir haben trotzdem noch drei. Das ist auch so geil. Die verlieren das Match und laufen mit mehr Titeln weg als die Gewinner. Das finde ich irgendwie lustig. Ist echt so, super. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Match. Und zwar das Match um die Never Openweight Six-Man Tag Team Title. Und zwar ein 4-Way Gauntlet Match. Zwischen. Oh Gott, los! Ingo Benables, der Japon, sorry, wer es falsch ausspreche. Lobadores. Los Ingo danach bläst der Japon. Nee, der Japon, genau. Danke, Japon. Danke. Treffen auf Chaos, Bullet Club und die Champions David Finlay, Ricochet und Satoshi Kojima. Gut. Fange ich an. Dort ist natürlich Teams, die natürlich auch sehr bekannt sind. Dort ist bei Chaos natürlich Jado Osprey. Und Yoshihashi und natürlich Bullet Club, ist klar. Natürlich Bullet Club was sagen? Bullet Club, das Team aus einem Selbstmord-Defendeten, einem Player und einem Türsteher. Ja, das ist gut ist gut zusammengefasst. Das stimmt. Aber ich muss echt sagen, kann Takahashi bitte bei jedem Match der Entrance machen, das ist nämlich echt geil, was er da mitbringt auf jeden Fall. Ja, ja, ich will schon, was du hinaus willst. Dieser Tanz im Ring war dann auch. Mhm. Hat dir gefallen, wa? Ja, ja. Yep. Nämlich. Ich fand ja auch El Carinos Kommentar dazu super. so lustig, wie der immer sich darauf fokussiert und über die Frauen redet. Ja, war schon lustig. Ja. Ja, aber kommen wir zum Match. Ja, das Ganze, ich kann ja gut sagen, wer gewonnen hat, und zwar Bushi, Evil N und Sanada besiegen die Champions, somit sind sie neue. Never Open World Six Man Tag Team Champions. Ja, wie fandet ihr das Match? Ja, es war ganz gut. Also jeder hat halt in dem Sinn so seine Sachen gezeigt. Osprey halt ein bisschen sein Flippy Shit, wie man sagt. Bullet Club eben ihre Heal-Taktiken, wie man dann eben zum Beispiel zuerst eben Chaos eliminiert hat. War halt alles ganz normal. Dann eben mit Sanada, der einfach mal ziemlich krassen Spot rausgehauen hat mit diesem Klappstuhl um den Hals und mit einem anderen Klappstuhl draufgekloppt, hat ziemlich übel ausgesehen, eben als Vorbereitung für einen Dragon Sleeper, für Taka, für Tanahashi. Boah, war nicht so schlecht. Und dann eben auch zum Schluss im letzten Match, was ja ich glaube insgesamt ein fast ganz so lange gegangen ist wie die ersten zwei zusammen, war auch ganz schön. Jeder hat ein bisschen was zeigen dürfen. Ricochet, David Finlay, der finde ich durchaus ein interessant,
zu beobachten, der Mann ist für 2017. Ich glaube, den wird man sicherlich ein bisschen mehr ins Spiel bringen, weil der Typ einfach wirklich gut ist. Und ja, war an sich ein schönes Match dann auch. Das Finish eben mit diesem Poison Mist von Bushi und dann zum Schluss halt eben mit der Bar von Evil, wie man das Ding dann rumgerissen hat. Haben sie noch einen Kickout und die ganze ja, zuerst genau beim ersten Move und dann das Ende halt durch This is Evil. War es halt, finde ich, ganz okay. Ja. Der Titel hat halt recht wenig Wert, weil er bei New Year's Dash schon wieder den Besitzer gewechselt hat. Fragt mich jetzt nicht, wer da gewonnen hat. Ich glaube, Tanahashi war dabei. Ja. Aber die anderen Taguchi, Taguchi, Tanahashi und weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Titel wechselt ja wirklich oft. Ich glaube, der ist erst letztes Jahr ins Spiel gekommen. Ich glaube, jetzt waren schon der 14. Besitzer für den Titel. Also, ja, der hat, also er ist halt da, aber Wert hat er jetzt nicht wirklich viel. Ja, das stimmt. Ja, ja, schließe ich mich genauso an. Ist dafür da, auf jeden Titel zu geben, die halt erst so in der Undercard sind. Ja. Ja, mein Gott. Genau, ich würde sagen, wir kommen nun zum Debüt von Cody, jemals Cody Rhodes oder Stardust, wie man es will, gegen Juice Robinson. Cody Rhodes sein Debüt bei New Japan. Ich dachte so, wo er reingekommen ist, dachte ich schon so, das ist episch irgendwie. Wenn du dir vorstellst, er war am Anfang des Jahres noch bei WrestleMania, also am Anfang letzten Jahres, dann war er bei Born for Glory. Er war auch noch bei Final Battle, generell bei ROH, er war auch noch, ich weiß nicht, wo er noch alles war, bei so viel Indie-Ligen, auch WCPW und wo, wenn man sich das vorstellt, und jetzt bei New Japan, bei Wrestle Kingdom, das ist einfach nur großartig, das ist einfach nur wirklich da, dachte ja. Man sich schon so, das ist episch. Ist episch, ja. Ich muss auch sagen, es ist doch cool, CJ Parker, also Juice Robinson zu sehen. Ja. Der auch bei NXT gejobbt hat und jetzt da auch ein Match hat, das ist schon cool. Das ist super. Und vor allem, muss man sagen, verdammt, wie gut ist der Typ eigentlich? Weil, naja, die meisten, man kann den mehr oder weniger halt nur von NXT. Davor war er halt auch noch mehr so in den amerikanischen Indie-Ligen unterwegs. Deswegen war er dann auch nicht so für die Breite bekannt, aber jetzt das Match gegen Cody, das hat er schon wirklich was und er hat ja doch mehr oder weniger das Großteil des Matches geführt, hat da halt die Oberhand gehabt, da hat wirklich gut ausgesehen, also diese Art Cannonball in die Barriere draußen auf diesen und allgemein der Typ ist einfach wirklich extrem gut und es hat mir gefallen dann auch zu sehen. Ich glaube, wenn man jetzt so anschaut, die zwei sind einfach auch so ein Beispiel, dass nach der WWE auch trotzdem, auch wenn man da jetzt rausgeworfen wird oder entlassen wird, dass man trotzdem einfach wirklich gut zeigen kann, wer man ist. Also man ist nicht auf die WWE angewiesen. Und auf keinen Fall. Und eben, wenn man da gesehen hat, Cody Rhodes jetzt, es war einfach so ein richtig krasses Gefühl. Einfach ein Typen, den du einfach seit fast schon 10 Jahren in der WWE gesehen hast, jetzt plötzlich dann dort auf der größten Bühne in Japan aufzutreten. Es war echt ein komisches, aber grandioses Gefühl. Und ich finde einfach Cody Rhodes, es gefällt mir einfach wieder, wenn du siehst, wie der Typ in eine Arena reingeht, wenn du einfach siehst, er hat wieder das Funkeln in den Augen. Einfach das, was er in der WWE nicht mehr hatte. Wenn du einfach siehst, er geht da rein, hat Spaß, was er macht. Und das ist einfach das Schönste zu sehen, bei so einem Typen wie Cody Rhodes, der einfach so grandios ist, zu sehen, dass er wieder die Lust an dem gefunden hat, was er am meisten liebt. Auf jeden Fall. So geht's mir auch. Wie gesagt, ich habe mich für beide gefreut natürlich. Das Match war vollkommen in Ordnung. War jetzt nichts, wo ich sage, das muss man jetzt unbedingt gesehen haben, aber wenn man wirklich das Debüt von Cody Rhodes bei New Japan sehen will oder mal Juice Robinson wiedersehen will, dann ist das super. Ja. Genau. Am Ende hat halt Cody Rhodes wie erwartet durch Crossroads gewonnen, hat aber auch währenddessen, man muss auch sagen, Juice Robinson hat wirklich gut sein Knie gesellt, den er ja sich beim Cannonball anscheinend angeschlagen hat. Und da hat man dann wirklich die Story schön darum gebaut, dass Cody einfach wirklich mehr oder weniger das ganze Match dann nur auf das Knie gearbeitet hat, dann immer auch sein Inverted Figure Four oder was auch immer, wie man den Move nennen kann, diese Kniebar, die er hat, angesetzt, hat einfach wirklich auch zur Match-Story dann gepasst. Genau. Ich würde sagen,
Wenn ihr euch was zu sagen habt, ich habe nichts mehr zu sagen. Mit zum Nö. ROH World Title Match. Yes. Adam Cole, der Herausforderer gegen Kyle O'Reilly. Adam Pro, baby. Adam Cole, ich hab mich so gefreut, Ich auch. dass Cole wieder Champion ist. Ja, Ich ich glaube, wir muss alle. sagen, es ist ein bisschen traurig, dass Kyle O'Reilly, den ich echt mag, eigentlich, dass der den Titel nur halten durfte, um Adam Cole zum dreifachen Champ zu machen. Aber nichtsdestotrotz, Adam Cole finde ich persönlich super, super Wrestler. Und auf jeden Fall habe ich es auch gefreut, dass das Match war echt cool. Die haben echt eine schöne Chemie. Und ich finde die Zeit nicht so passend. Ja. Hätten die 5 Minuten mehr, die würden mindestens einen halben Stern mehr bekommen. Weil die haben es echt drauf, aber die haben zu wenig Zeit gehabt. Finde Genau ich das. persönlich. Ja. Ja, genau das ist auch mein Kritikpunkt mit der Zeit. Aber da können sie wahrscheinlich nicht so viel dafür. Nein, Ja, okay, nee. deswegen. man muss halt auch sagen, es ist halt ein ROH-Title-Match. Das ist klar, dass New Japan lieber die Ja, gut. Zeit an ihre eigenen Talente vergibt, als im Sinne an die Partner-Company. Logisch. Ja, es hat natürlich ein bisschen was gefehlt, vor allem wenn man weiß, dass Kyle O'Reilly eigentlich ein ziemlich harter Typ ist und der eigentlich wirklich viel wegstecken kann. Aber naja, er hat insgesamt dreimal Adam Cole's Finisher ge gefuttert und insgesamt, also ich glaube zum Schluss hat er ihn mit 5 Superkicks auch noch niedergesteckt. Boah, hat er auf jeden Fall schon sehr, sehr hart geführt. Wieder tolles Kommentatorenteam, die immer gesagt haben, normalerweise bei den normalen Wrestlern, jeder fokussiert sich halt auf einen Körper, da ist, und wie sie dann eben umgeschwenkt haben, dass Kyle O'Reilly einfach so gefährlich ist, weil er einfach überall einfach einen Finish ansetzen kann, egal auf welchen Körperteil er geht. Das fand ich auch gut, dass man darauf mal anspricht, weil bei ROH wurde das ein bisschen so seltener gesagt und das finde ich halt schön, dass man es das wirklich gesagt hat, dass Kyle O'Reilly einfach nicht so ein Typ ist, der einfach sagt, ja, der hat Knieschmerzen, jetzt hau ich aufs Knie drauf, sondern dem ist es egal. Er findet seine Schwachstelle beim Gegner und sonst macht er sie sich halt oder er macht einfach mehrere, weil er hat halt einfach überall für einen Finisher, überall einen Aufgabegriff dafür. Ja. Genau. Das macht eben auch O'Reilly so gefährlich. Ich finde, by the way, man kann aus dieser Rivalität eigentlich so ein neues Punk gegen Joe oder Dean Jericho machen. Wenn man es wirklich auch unter die Zeit gibt. Weil ihr Match bei Final Battle war okay. Das Match hier war auf jeden Fall geil. Aber ich finde, wenn man dem wirklich Zeit gibt und diese Fehde wirklich auch aufbaut, kann das eine richtig krasse Fehde werden. Zwischen den beiden. Kann, ja. Ja, Kann. aber das Ding ist ja, Kyle O'Reilly hat seinen ROH-Vertrag ja nicht verlängert. Nächster, okay, wusste ich Nee. nicht. Der dürfte jetzt so in den Tagen auslaufen und er verlängert ihn nicht. Wohin er geht, Ich glaube, er ist schon er kann. ausgelaufen, oder? Ich weiß nicht, ob er jetzt schon ausgelaufen ist oder ob er jetzt so irgendwann in die Tage ausläuft, aber Auf es jeden ist Fall halt bald, so irgendwann. wie sicher. Genau. Und ja, er wollte halt auch nicht verlängern. Für mich ist das so ein Ding, ich sag so Richtung CM Punk. Der hatte auch den ROH-Titel ja, ich glaube auch gerade mal 2 Monate oder so, eben wo Ja. man schon gewusst hat, er geht in die WWE. Einfach so aus in dem Sinn, ey, du bist eine ROH-Legende, hast aber nie das Gold halten dürfen. Deswegen nimm mal kurz den Titel einfach, um dass du ihn Stimmt. mal gehabt hast. Und ich glaube, dass man das halt auch gemacht hat mit Kyle O'Reilly, dass man ihn einfach gesagt hat, okay, wenn du auch jetzt nicht mehr bei uns sein willst, warum auch immer, aber du bist jetzt seit gut 8 Jahre bei uns. Und du hast dir einfach mal verdient, den Titel zu halten. Deswegen glaube ich, dass man es deswegen auch gemacht hat. Und ich glaube, Ja. Adam Cole wird dann jetzt auch nicht gerade so böse drüber gewesen sein. Jetzt ist er halt der Typ, der am öftesten den Titel hält. Kann man, Ich finde es aber doof zu glaube ich. sagen, ich finde es dumm zu sagen, er ist der größte ROH meiner Zeiten, weil da hat einem Daniel Bryan was dagegen, glaube ich, und Joe auch und Arias auch und so weiter. Er war zweimal Champ, aber nicht wirklich lange. Er ist auf jeden Fall ein cooler Wrestler, aber er ist mit Sicherheit nicht der größte ROH meiner Zeiten. Das ist auf jeden Fall nicht, das finde ich ein bisschen Das glaube ich übertrieben. nur, das wird nur so Nee, das gemeint war nicht. sein, vom, wenn man so liest, so eine Art, dass er dreifacher ist. Genau, einfach Ja, so das auch dem Standing von Adam genau. Cole in der Company. Man muss halt auch sagen, dass zum Beispiel Samoa Joe hat zwar den Titel jetzt nur einmal gehalten, aber der hat ihn dafür über 2 Jahre gehalten. Also. Stimmt, ja. Früher war das eben mal länger. Ich finde, das war cool, früher war ein Titel, Regentschaft muss man 2, 1 Jahr, 1,5 Jahre. Das finde ich, das tut er bei ROH. Ich hoffe, dass Adam Cole jetzt auch mal die Titel halten darf, damit das so bleibt. Weil er zu Wie Recht man es verdient. bei Jalife gemacht hat, so eine Art. Genau, ja. Ja.
Okay, ich würde sagen, wir gehen zum IWGP Tag Team Title Match. Das war ein Three-Way-Match. Roman, lass Roman, du darfst beginnen. beginnen, genau. Ich will mir nichts sagen, Roman. Ja, also ich bin kein Fan von Toru Yano und deswegen war das jetzt nicht gerade ein schöner Moment für mich. Vor allem, weil da natürlich auch noch so ein Typ wie Tomohiro Ishii dabei ist, der einfach so ziemlich das krasseste Ding ist, was derzeit im Wrestling-Business rumläuft und dass der dann mit dem teamen muss, das muss man so sagen, ist wirklich fast schon eine ziemliche Beleidigung, hat man an Ishii auch gesehen, der hatte auf das Match nicht wirklich Bock. Und ja, allgemein, also das Match an sich war jetzt nichts Besonderes. Das Einzige, was wirklich besonders war, ich glaube, in keinem Match, was ich jemals im Wrestling gesehen habe, ist so viel geflucht worden wie in diesem Match. Also überhaupt Tama Tonga und Tonga Roa, ich weiß nicht, was die so privat machen, aber die haben richtig viel Frust. Also die haben da wirklich alles beschimpft und andauernd. Das war auch die Szene, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass da Steve Corino und Kelly Kelly einfach komplett weggebrochen sind zu irgendeinem Zeitpunkt, weil überhaupt Tongaroa, der Typ hat ja durchgeflucht, kaum war er drin, da sind die Flüge schon losgegangen. Das war richtig heftig. Nein. Jo, die müssten privat sehr viele Probleme haben, glaube ich. Ja, und die lassen es halt dann im Ring raus. Warum nicht, ne? Also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht PG. Können Nee. wir schon mal festlegen. Also ich glaube, die werden wir so bald Nein. nicht in der Wobei, WWE sehen. das will ich in der WWE sehen, das wäre richtig lustig. Du hast ein Match mit so viel Kinderkram, dann kommen die rein. Hey, Motherfucker, I will kill you. Das wäre richtig lustig. Also bitte kommt in die WWE. Das wär's. Na, Auf vielleicht jeden sehen Fall. wir es da, vielleicht können wir die Zukunft voraussagen. Wer weiß, wer weiß. Ja. Naja, Tama Tonga wollte ja die WWE auch letztes Jahr haben in diesem großen Talent Trade von New Japan, aber er hat abgelehnt. Also und hat da, glaube ich, seinen Vertrag auch um einige Jahre verlängert. Ich glaube, er war der Erste, der einen New Japan Pro Wrestling Vertrag über mehrere Jahre unterzeichnet hat. Also. Weil New Japan hat halt gemerkt, weil New Japan, man muss auch sagen, New Japan gibt eigentlich immer nur Jahresverträge. So immer, jedes Jahr einen neuen Vertrag. Es sind halt Ausnahmen wie Okada und Tanahashi, die haben in dem Sinne wie so eine Art Vertrag, dass sie halt unter Vertrag stehen und sie können halt daraus dann herausgekauft werden, so in dem Sinn. Aber sie müssen halt nicht verlängert werden. Sie haben so eine Art wie so ein Legends Contractor, so wie man halt darüber spricht. Ja. Und sonst, also es vor allem den ausländischen Stars ist halt eigentlich immer so, dass man sagt, man gibt ihnen immer nur Einjahresverträge. Nur weil die WWE einfach in letzter Zeit ein bisschen zu aggressiv dagegen vorgegangen ist und sie einfach gedacht haben, naja, denen verlaufen die Verträge eh aus, also holen wir sie, hat New Japan jetzt da umgeschwenkt und vor allem bei Tama Tonga hat man halt dann, oder man hat halt auch natürlich mit Styles und The Club und so weiter, hat man es versucht, mit Mehrjahresdeals sie zu binden. Und Tama Tonga war halt so der erste ausländische Superstar mit dann kurz darauf auch Kenny Omega, die dann einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet haben. Ja. Um ein bisschen Hintergrundwissen da reinzubringen. Das ist cool. Auf jeden Fall ein schlauer Move von New Japan, die Stars so zu halten. Ja, weil, ja, man will halt irgendwie auch mal so ein bisschen Storyline-mäßig auf seine Stars aufbauen und nicht dann jedes Jahr immer seine besten Stars abgeben. Auf jeden Fall. Dann nicht für Ring of Honor, die jedes Jahr ihre Stars weggeben müssen. Was echt schade Genau. ist. Okay. Jo. Das nächste Match war das Match um die IWGP Junior Heavyweight Yes. Championship. Ähm, Takahashi gegen Kushida. Los ich, geht's, Kevin. ich, ich bin großer Kushida-Fan. Ich finde den Typen echt super. Takahashi ist auch gut, aber man merkt, fehlt ein bisschen die Erfahrung. Und ich finde es irgendwie nicht gut, jetzt schon zu sagen, Takahashi ist das neue Ace der Juniors. Das würde bei Kushida viel mehr passen, weil Kushida hat das Talent, mit jedem, der im Ring kommt, wirklich ein gutes Match zu worken. Der ist da echt super. Ich glaube, ist die Chance für die Junior Division wirklich mehr Prestige zu gewinnen. Und dass Kushida vielleicht irgendwann mal einen identischen Status erhält wie einen Seidel zum Beispiel, ja? Der ja auch die Juniors gerockt hat. Und nichts, aber trotzdem richtig geiles Match. Also mindestens 4,5 Sterne. Auf jeden Fall echt geil.
Ich war eben schon miteinander wrestling. Es gab ein paar Botches, die mir aufgefallen sind. Aber ich war es mal verschmerzen. Die haben einfach schon weiter gemacht und weiter gewrestelt. Und Story war auf jeden Fall echt cool. Schönes Match. Und die Wechsel, Takahashi wird neuer Junior Heavyweight Champion und der besiegt Kushida. Genau, und vor allem, was mir halt auch auf dem, in dem Match so ein bisschen aufgefallen ist, so ein kleiner Double Turn dazwischen, weil Kushida ist als Face reingegangen, Takahashi als Heel, und das hat sich so im während des Matches durchaus so ein bisschen gedreht, vor allem wo Kushida dann draußen die den Cross Armbreaker angesetzt hat, hat man auch so gesehen dann, dass allgemein so ein bisschen die Tendenzen auch bei den Fans dann umgeschwungen ist. Hat mir richtig gefallen, wie sie einfach die Story so gebaut hat, so mit einem ganz leichten Double Turn, dass man vielleicht Kushida jetzt Heel turnen könnte, was vielleicht auch nicht schlecht wäre. Ist sehr, sehr interessant. Vor allem, und ich finde, das ist auch so ein Moment gewesen, wie man es vor ein paar Jahren mit Kushida gemacht hat, gegen Ibushi. Kushida war davor zwar sehr bekannt und so weiter, aber er war in dem Sinn kein Star. Ein Match hat das gemacht, und ich glaube, das ist so ein Moment gewesen für Takahashi. Man hat ihn davor zwar in dem Sinn gekannt, aber es hat einfach noch ein bisschen so dieses Breakout-Match gefehlt. Und ich glaube, das kann man jetzt wirklich so als in dem Sinn sein Weg zu einem Star durchaus beschreiben, weil das Match einfach wirklich verdammt grandios war und das mit Abstand das beste Match war von Takahashi, das man sicherlich jemals gesehen hat. Vielleicht ist das so ein Moment für ihn gewesen, um jetzt wirklich in dem Sinn in eine andere Richtung wirklich besser gebucht zu werden, weil er einfach jetzt in dem Sinn so ein Breakout hatte. Genau. Ich fand auch gut, dass Takahashi gewonnen hat, einfach weil das ist natürlich super, ihn damit aufzubauen. Und ich fand generell die Darstellung von ihm ziemlich interessant. Unter anderem auch den Double Turn. Generell, ich finde, vor allem mit das Match kam ich wirklich Aufmerksamkeit für ihn und hat sie wirklich gut vermarktet, wenn ich so will. Und das hab Lust auf Ja, mehr von ihm. auf jeden Fall. Das Spot auch war echt so richtig krass, wo wirklich Kushida Takahashi im Flug fängt, der auch in den nächsten Armbar holt. Das war schon echt ein geiler Move. Das war schon ein cooler Spot. Das Match hat vieles gab, Technik, Storytelling, auch krasse Aktionen. Also perfektes Junior-Match. Und das war auch das erste Match der Karte, das über 4 Sterne ging. Ja. Ja, würde ich auch so sagen. Und man kann schon spoilern, unter 4,5 gab es dann jetzt nichts mehr. Yes. 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 Ja, und zwar war das nächste über 4-Sterne-Match. Das Match um die Never Open Weight Championship zwischen Hirooki Goto und Katsuyori Shibata. Auch hier wechselte der Titel an Goto. Und auch dieses Match war super. Es hatte fast so etwa fast die gleiche Zeit wie das Match davor. Die Zeit wurde auch super genutzt. Jo. Shibata, kein Champion mehr. Ich gönn's Goto, sagen wir es mal so. Er hat es verdient, Ja, weil deswegen. ich, wie ich auch gesagt habe, er hat endlich den großen Titel. Er war schon mal IC-Champ, ja, aber das war ja so ein kurzes Ding, weil Nakamura den Titel so wieder hatte. Das ist, glaube ich, endlich sein. Das könnte er endlich als einen guten Titelrun für Goto hinauslaufen, wo er den Titel wirklich erhält. Was er verdient hat, weil ich finde, Goto ist ein guter Mann. Ob er jemals IWGP-Champion wird, weiß ich nicht. Weil es fehlt ihm irgendwas, was ihn zu einem großen Star macht, wie zum Beispiel bei Okada und Tanahashi. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt da. Aber das ist auf jeden Fall das Position für ihn. Und ich hoffe, der wird ihn nicht lang behalten. Und er kann auch echt gut wresteln. Und das Match war auf jeden Fall super, super. Also, was du eben sagst, ist, dass ihm was fehlt. Und ich glaube, was ihm halt fehlt, ist in dem Sinn so der ultimative Charakter. Und das war einfach, man hat es gesehen, die Fans sind nicht hinter ihm. Die sind einfach nicht mehr hinter ihm. Er war mal einer der großen Fanlieblinge, wie auch ein Naito es früher mal war, hat es aber einfach verloren, weil einfach in dem Sinn zu wenig Charakter dann da war. Was man dann einfach gemacht hat, bam, Heel Turn. Warum nicht das auch mit Goto? Ich denke, dass das ihm vielleicht durchaus helfen könnte, um ihm vielleicht ein bisschen mehr Charakter zu geben. Aber an sich, das Match war ja so ein typisches, richtig heftig geiles Shibata-Match. Also wenn man so ein klassisches Shibata-Match anschaut, kann man durchaus auch dieses nehmen. Extrem harter Strong-Style, also wirklich so das komplette Gegenteil, was man da vorgesehen hat. Die haben halt wirklich also vor allem die Kicks von Shibata, also boah, da kriegt man ja wirklich Angst vor dem Typen.
Also Oh der ist richtig, hardcore auch. Vor allem, wenn man sein Finish eigentlich kennt, der Ansatz in den Rear Naked Choke, dann mit dem Penalty Kick, wie man dann das auch immer gemacht hat, wie lange er in diesem Rear Naked Choke hatte. Oh, das war wirklich krass. Und dann auch das Finish eben mit dem GTR, zuerst eine umgedrehte Version, dann die direkte Version. Einfach ein tolles Finish und ja. Man muss auch echt sagen, rennt du weiter. Und ich denke eben, dass man Shibata den Titel abgenommen hat, weil ich glaube, man schickt ihn in andere Höhen und ich denke, dass man ihn wirklich ins Main Event schickt. Oder eben um zuerst mal seine Verletzungen auskurieren, weil der Typ ist einfach mal schon ziemlich am Ende mit seinem Körper und ich denke, es würde ihm nicht schlecht tun, dass er mal ein bisschen Ruhe gibt. Und ich denke, dass man Shibata zumindest dieses Jahr einmal um den IWGP Heavyweight Title kämpfen sieht, weil ich glaube, der könnte dort oben wirklich für was, dann auch wieder für was Neues sorgen. Ja, stimmt. Ja, genau. Man muss auch sagen noch, wer das alte japanische Wrestling liebt, weil Misawa Kobashi und so weiter, Genau. der wird diesen Titel lieben, weil dieser Titel, diesen Titel um das Strong Style, dieses alte japanische Wrestling, dieses Genau. Strong Style Titel und so Ja, weiter. das merkt Und man super ja. an Shibata. Leider schon an der Erfahrung. Ja. Und etwas muss ich noch sagen. Warum lernen die Wrestler nicht, dass man Shibata nicht in die Brust kicken soll? Sollte man einfach nicht machen. Das ist eine Ja. ganz schlechte Idee. Niemand wird es lernen. Nee, das lernt man einfach nicht. Nein. Okay. Nun zum Oha. Co-Main Event. Das Match um die IWGP Intercontinental Championship zwischen Tetsuya Naito und dem Champion Hiroshi. Nee, nicht den Champion. Ich bin dumm. Zwischen den Champion Tetsuya Naito und zwischen Hiroshi Tanahashi. So, jetzt habe ich's. Ja. Co-Main Event und wir schicken Super, den Öl. super, super, super geiles Match. Ja. Ich muss erstmal sagen, Tanahashis neue Musik gefällt mir nicht so. Ich vermisse High Energy. Das ist einfach so ein Standardding, aber mal das beiseite, ich muss wirklich sagen, super, super Match. Die Story zwischen den beiden wurde wirklich perfekt rüber wieder gespielt in dem Match über Storytelling. Geile Spots dabei. Man kann auf jeden Fall sagen, super Co-Main-Event. Und auch ich bin auch. Was mir echt aufgefallen ist, nach dem Pin von Naito an Tanahashi, weil Naito das Match gewonnen, ist mir jetzt aufgefallen, oh fuck, das war sein erster Sieg bei Wrestle Kingdom, krass, krass, krass. Das ist mir aufgefallen, weil er hat davon noch nie bei diesem Event gewonnen und das ist endlich was geschafft und das war einfach ein perfektes Match. Also perfekt in dem Sinne, die Story wieder zu spielen und so einen kleinen Machtwechsel zwischen Tanahashi und Naito eben auch aufzubauen, dass sich Naito vielleicht, ja, an der Spitze ist und nicht mit Tanahashi. Jo. Vor allem muss man auch sagen, man hat es auch bei den Fans gemerkt, dass Tanahashi nicht mehr so over ist wie in den Jahren zuvor, weil zuvor sonst war eigentlich immer Tanahashi der absolute Überliebling. Es gab keinen über ihn. Vielleicht Ja. eventuell Okada, aber auch nicht so wirklich. Ich würde Also sagen, wenn Shinsuke war noch ein genau, Konkurrent. Shinsuke kam noch so hin, aber jetzt vor allem seitdem Shinsuke weg ist, war eigentlich Tanahashi immer der, was am meisten war. Und jetzt hat man eigentlich gesehen, Ja. Naito, der absolute Überheel, man muss ja sagen, die Imblovadores, Dorabon sind halt doch eigentlich die fast noch härteren Heels als Bullet Club. Und der wurde komplett bejubelt. Also der wurde komplett gefeiert. Außer halt, okay, wo er ihn halt angespuckt hat, ja, das wird vermutlich in Japan nie gefeiert werden, aber das ist halt einfach so ein Zeichen auch gewesen. Dass, wie du auch gesagt hast, dass so ein kleiner Wechsel durchaus auch stattgefunden hat. Weil Tanahashi war halt einfach man hat es auch gesagt, ich glaube, in den letzten 6 Jahren immer im Main Event. Ja. Und das ist halt auch so ein Zeichen. Tanahashi wird ja auch gern mal verglichen, es wird ja gern über ihn gesagt, er ist der John Cena von New Japan. Nee, Er ist einfach. andersrum. Andersrum. Sonst John Cena ist der Genau. Tanahashi Genau, oder wie man es halt so in dem sie so sagt, weil WWE. die zwei einfach wirklich gerne mal im Main Event stehen. Und Ja. das ist halt so ein Ding auch gewesen. Man muss auch mal sagen, dass ja
Tanahashi, ich glaube vor 3 Jahren war es, wo Naito damals den G1 Climax gewonnen hat. 2013 war das, glaube ich. Ja, genau, wo er dann gesagt hat, der Typ ist aber nicht so ein Main-Event-Charakter, den will ich da nicht drin haben. Und das war auch so, in dem Sinne so der Start der Privatfehde, was sie ja auch durchaus haben, weil man weiß ja, die zwei sind ja privat jetzt nicht gerade so die Besties. Sind sie Und nicht? nee, die mögen sich nicht Das wüsste ich wirklich. gar nicht. Weil eben Krass. Durch damals, weil er Tanahashi damals ja den Naito damals verwehrt hat, dass er im Wrestle Kingdom Main Event steht. Und Ja, stimmt. das war halt so ein Ding, und man merkt auch, die zwei sind halt jetzt nicht gerade die besten Freunde, und halt an sich auch das Match war, wie du schon gesagt hast, grandios. Und was ich an Naito liebe, ist diese Respektlosigkeit, was man einfach von Japan nicht kennt, den Titel zu nehmen und ihn einfach in die Luft zu schmeißen und dann ohne Titel rauszugehen. Der hat ihn nicht mitgenommen. Der ist einfach da drin gelegen. Das war so ein richtige, die perfekte Beschreibung von Naitos Charakter. Aber das kann man auch so feiern. Du hast immer diesen lieben Naito gehabt, den man nie wirklich Genau. gefeiert hat. Wobei ich war schon immer Naito-Fan. Ich wusste schon immer, der hat irgendwas, der kann im Main Event, aber es hat irgendwas gefehlt. Und man kam mit der dann kam die das Idiot, der Nacht ist, der Rakon, wie auch immer. Und das war das Ding. Und man sieht es ja, der ist beliebt, es mag, die feiern den ab, obwohl er der größte Hieb ist. Und der ist einfach so gut. Auch der Charakter, wie er das spielt, ne? Genau, Grandios. darum geht es nämlich, wie er den Charakter Ja. spielt. Das ist super. Ja, und ich liebe auch das, was er am Anfang immer macht, dass der andere will in den Lockup gehen und er geht einfach chillig weg. Ja, das ist auch so, das sind einfach so kleine Sachen, Ja, was die den einfach Charakter nicht so in ausmachen. Japan, genau, was einfach in Japan einfach nicht sind, weil das einfach, man kennt es ja eigentlich, das japanische Wrestling ist extremst fair, extrem, wie sagt man, ohne Heel-Wrestling eigentlich. Es ist wirklich einfach pures Wrestling. Und da kennt man sowas auch sehr selten. Also das sowas sieht man halt sehr selten. Und Naito ist einfach so, vor allem natürlich von den Japanern. Meistens sind ja dann die Gaijins, also die Ausländer in dem Sinn, die sind ja dann meistens die Heels, weil sie in dem Sinn halt dann, indem sie die Heel-Taktiken anwenden. Und das gerade dann jetzt von Japaner, in dem Ja. Sinn wirklich so diese richtigen Heel-Taktiken, einfach so kleine Sachen dann macht, finde ich so geil. Auch dann, wo er den Dopikon Hilo andeutet, dann abblockt und einfach sich wieder so richtig lässig in den Ring zurückwirft. Das sind einfach so diese Kleinigkeiten, die einfach so schön sind bei ihm. Jeden Fall. Und der muss sagen, der ist ja auch im Ring einfach ein so super sauberer Worker. Genau. Und eben super Auf jeden ein Fall. Metal. Ja. Ich wollte noch mal kurz anmerken, Tanahashi. Man muss wirklich sagen, der war 10 Jahre im Main Event, der ist einer der größten Legenden aller Zeiten, ja, würde ich fast schon sagen. Der wird alt, wird über Zeit, dass da Wechsel passiert. Und ja. Genau. Genau. Kommen wir zum Co-Main Event. Zum Main Event vom Wrestle Kingdom. Oh mein Gott. Und okay, zum Oh, Match komme komm. ich. Was ich dazu sage, soll ich es jetzt machen oder wollt ihr zuerst? Ja, red du zuerst. Hau du zuerst deine Meinung raus, weil dann wird so richtig übergeschwärmt, Genau. vermutlich. Weil bei mir, ich hatte das Problem. Ich habe es schon ein bisschen erklärt. Tötet mich, wenn ihr wollt. Das Match war natürlich, wenn man so will, super im Klaren. Keine Frage. Aber mein Problem war halt, das lag an mir, dass ich nicht richtig drin war mit. Erst am Ende hin. Was schade ist, für mich, es war halt ziemlich langgezogen. Natürlich passt zum Main Event und so perfekt und die beiden haben eine super Chemie, das muss man einfach sagen. Und bevor jetzt jemand denkt, ich bin das Match schlecht, keinesfalls. Aber ich würde es jetzt nicht als 5 oder 6 Sterne Match betiteln. Also, 4,5, 4 und 3 Viertel, aber es hat mir halt doch der Ticken gefehlt. Das war das Problem. Es lag zum einen an mir. Ja, es ist schwierig für mich. Aber ist halt nicht objektiv schlimm. Also, gesehen war es super. du bist halt ein Menschentyp, der noch vielleicht kürzere Matches mag. Das ist ja normal. Ist Ja, überhaupt nicht deswegen. schlimm. Aber trotzdem, Dave Meltzer hat dem Match wirklich eine 6-Sterne-Wertung gegeben. Das gab es noch nie. Das ist eigentlich nicht mehr möglich, aber er hat es halt gemacht. Das hatte Feier. das Match 6 Sterne. Und viele schreiben im Internet auch, das ist das größte Match aller Zeiten. Und ich werde dann auf jeden Fall sagen, Top 5 auf alle Fälle. Das Match ist so verdammt, verdammt gut gewesen. So gut. Darum, Mann. Auf jeden Was Fall. was ich auch noch sagen will, auch wieder mal ein Riesenlob an die Kommentatoren, immer zu sagen, da ist ein One-Winged Angel, der das Match sofort beendet. Man Und so muss wird das auch sagen, One-Winged, aufgebaut. genau, man muss auch sagen, One-Winged Angel
einer der ganz wenigen Move, der in Japan beschützt wird, der ist noch ungebrochen, da ist noch niemand rausgekommen. Und das ist auch so ein Ding. Es war immer so der Aufbau, wie er gesagt hat, einmal, er braucht ihn nur einmal treffen, dann ist das Ding aus. Und so war auch dann vor allem die letzten 8, 9, 10 Minuten, wo er dann wirklich Okada, ich glaube, also mindestens 5 Rainmaker Lariats rausgeknallt hat. Und da war immer so, dass du hast gewusst, dass ein Rainmaker das Match nicht beendet, aber du hast gewusst, einmal der Move von Omega und das Ding ist durch. Das war einfach immer so die Spannung, kann er ihn jetzt ansetzen, schafft das ihn jetzt durchzubringen? Und dann auch das Ende war halt grandios mit diesem Twisting, Jumping, Tombstone und dann noch zweimal die Rainmaker nachgeknallt. Ja. Wahnsinn, also... Du musst dann wirklich sagen, viele sagen immer, Omega ist krass, Omega ist wirklich krass, aber du musst doch mal Okada wirklich loben. Okada hat so ein gutes Match gewirkt. Ich meine, Okada ist einfach vielleicht sogar der beste Worker auf dem Planeten, weiß ich nicht, vielleicht. Und die Chemie war so super und der ganze Aufbau und die Story war perfekt gespielt, weißt du? Okada langsam am Beginn, der ist der Chef im Haus, Omega eher so schnell und bist crazy und dann fängt der an und tut Okada auf einmal umbringen gefühlt, der Okada ist, kann nicht mehr aufstehen. Und dann kam dieser krasse Tischbump, dann kam Okada zurück und so weiter. Und dann kam das krasse Finish. Grandios. Ja. Und ich muss auch anmerken, vielleicht eine Sache noch, und zwar, ich finde es eigentlich gut, dass Okada auch gewonnen hat. Weil Okada ist halt immer das Face von Japan und das ist klar, dass er in den nächsten 10 Jahren oder 5, 6, 7, 8 Jahren auf jeden Fall das Face auch bleiben wird. Das darauf alles auch okay. Und Omega wird diesen Titel dieses Jahr bekommen, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Und dann wird es auf jeden Fall eine schöne Spitze mit diesen zwei Menschen werden und das ist absolut okay. Also bei mir war halt immer, Omega ist mein absoluter Lieblingswrestler, aber das Ding war einfach, das war auch so ein typisches Match, wo ich einfach nicht sagen konnte, wie es ausgeht. Du hast sonst immer so die Tendenz, wo du sagen kannst, okay, es ist eigentlich in dem Sinn logisch, dass man es so macht. Für mich war es in dem Sinn keine Überraschung auf irgendeiner Seite, weil, wie man es auch die ganze Zeit angesprochen hat, New Japan wird global. Du hast ein Okada, der, man hat es zwar nicht gesagt, in Amerika komplett gescheitert ist. Der ist bei TNA komplett untergegangen, muss man auch mal sagen. Hat er das, und dann immer den Anspruch, hat er das Star-Potenzial, um international das auch zu wirken? Schafft er das? Ist da Okada der richtige Mann? Auf der anderen Seite hast du Kenny Omega, ein Typ, der halt auch, der in dem Sinn Kanadier ist. Der Typ kann Englisch sprechen, er ist in dem Sinn viel leichter zum Vermarkten. Das war halt so auch immer das Ding, wie auch die Kommentatoren immer darauf angespielt haben, dass es wirklich nicht zum Sagen ist, wer das Match gewinnt. Es war einfach wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Man wird sehen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, aber seien wir uns ehrlich, gab es da überhaupt eine falsche Entscheidung? Gefreite Johannes sagte, falsche Entscheidung, ob Okada oder Omega, die sind einfach so grandios und egal, wen du jetzt da in Main Event hinstellst, es wird wieder grandios. Das ist halt auch in dem Sinn, das ist halt das, was halt in dem Sinn, was ich sage, was nur New Japan hat. Die haben zwar jetzt nicht den breitesten Kader, aber die haben im Main Event so einen starken Kader, egal wen du dort hinstellst, du hast einfach fast jeden Pay-Per-View ein Match, wo du sagst, 4,5 Sterne Minimum. Ja, und du musst das ist halt das Krasse daran. Und auch, wenn man sagt, zum Beispiel Okada Tanahashi, gab es, ich weiß jetzt nicht, wie oft in den letzten 3 Jahren, und trotzdem, jedes Match war anders, jedes Match war eigen und jedes Match war an sich wieder grandios. Und da hast du in dem Sinn keine Angst, in dem Sinn, dass sich ein Match wiederholt, weil es einfach trotzdem, trotz der Wiederholungen, einfach nicht langweilig wird. Ja, muss doch sagen, wer gewonnen hat, ist eigentlich egal. Na schau mal, The Rock hat zweimal gegen Stone Cold verloren. Was mit 15, 17, hat es ihm geschadet? Nein, das auch nicht. Omega ist trotzdem fast schon zu einem Star, also klar, Star. Genau. Noch mehr hochgepusht. Ja, genau. Weil man muss ja auch sagen, es war ja Omegas erster Main Event. Er hatte das noch nie davor. Er hatte das noch nie davor in Japan. Und das ist halt auch so ein Zeichen, dass man ihn so ein Match worken lässt. Okay, er hat zwar den G1 Climax gewonnen, aber das kannst du in dem Sinn weniger als ein Pay-Per-View bezeichnen, als in dem Sinn einfach eine ganze Serie an Matches. Das ist ein Wrestle Kingdom, da dazu noch. Genau. Und bei Wrestle Kingdom und dann in dem Sinn sagen, das ist sein erste
wirklich großer Main Event, wo du sagst, das ist sein erstes IWGP Heavyweight Title Match, es ist sein erster Main, sein, mal okay, wenn man dazu sagt, sein zweiter Main Event von einem Pay-Per-View und dann gleich noch sein erster Main Event und dazu auch noch der erste Nicht-Japaner, der bei Wrestle Kingdom im Main Event steht. Also das ist ja auch gleich mal noch was, ein bisschen mehr, dass man auch zeigt, wie sehr man auf Omega vertraut. Weil viele sich gesagt haben, bei 2016, wie wird's aussehen jetzt? Styles weg, der Club weg, wie wird es jetzt mit Bullet Club und vor allem mit New Japan weitergehen, weil du einfach viel Star Power verloren hast. Eigentlich hat es jetzt wirklich sehr geschadet, nicht unbedingt, weil man einfach Omega einfach, man hat das auch richtig gemacht, man hat ihn nicht direkt hochgepusht, dass man sagt, ja, er ist der Nachfolger von Styles, also muss er direkt in den Main Event, sondern man hat es einfach wirklich clever gemacht, man hat ihn aufgebaut, man hat ihn grandiose Matches worken lassen, ob es jetzt gegen Tanahashi war, ob es jetzt eben dann im G1 Climax war, wo er auch sein erstes Five-Star-Match gewirkt hat und so weiter. Es war einfach wirklich auch so die perfekte Storyline, ihn dorthin zu bringen und dann gegen den, wie man es auch gesagt hat, den wirklichen Topstar aus Japan, das ist nicht mehr Tanahashi, das ist jetzt Okada. Und das ist einfach auch so, finde ich, das könnte die neue Rivalität werden. Einfach Okada gegen Omega, beide noch nicht alt. Ich glaube, Okada ist 28, wenn es mich nicht täuscht, und Omega knapp über 30, also die haben noch mehr als genug Zeit. Beide, wenn man sie richtig einsetzt, werden sicherlich New Japan noch nicht schnell verlassen. Omega ist ja seit, ja, ich glaube, ein Jahrzehnt in Japan und hat auch nicht so wirklich einen Anschein, dass er Japan verlassen will. Also es ist einfach so ein Ding, das könnte die neue Mega-Fehde von New Japan werden. Auf jeden Fall. Wenn sie weiter so Matches produzieren wie dieses, wird das auch, ich glaube, recht schnell angenommen werden. Und wie du gesagt hast, Omega wird heuer sicherlich den Titel kriegen. Es muss auch fast sein, weil, naja, Bullet Club braucht den Titel auch. Du hast die Glover Torres durch Japan, die einfach extrem stark sind, die durch Tetsuya Naito auch schon den World Title jetzt dieses Jahr hatten, die jetzt einfach seit langer Zeit auch den Intercontinental Title haben. Und da brauchst du durchaus auch, um den Stable wirklich so richtig die Power zu geben, dass du wirklich sagst, du hast da zwei fette Heel Stables und nicht nur Bullet Club sind zwar die Young Bucks und Omega, sondern wenn du wirklich sagst, dass du dem wirklich wieder die Power gibst, da so einen fetten Titel hinstellen. Und von mir aus macht es richtig böse Heelisch. Lasst wieder so ein Match sein. Wieder gute 30, 35, vielleicht 40 Minuten. Rev Bump und dann kommt Bullet Club raus und zerlegt alles. Einfach und dann auch. Ja, du musst ja so sagen, wenn du angeschaut hast, Omega wurde extremst bejubelt. Und da musst du irgendwie fast ein bisschen reingrätschen, weil bei Styles war das anders. Wo der Okada besiegt hat damals. Da sind die Fans jetzt nicht positiv ausgeflippt, sondern ganz im Gegenteil, weil in dem Sinn ein Fremder dorthin kommt, ihm sein ersten Match sofort den Titel holt. Das war einfach in dem Sinn etwas, was sie nicht sehen wollten. Und das Problem, muss dazu sagen, Omega war in Japan schon seit wie vielen 10 Jahren und zweifelsfrei. Genau. Und das ist halt etwas, du musst ihm wirklich das Heel-Sein zurückgeben. Nicht nur, dass das halt in dem Sinn auch perfekt spielt, sondern gib ihm das. Einen richtig brutalen, bösen Heel-Sieg. Und zwar jetzt nicht durch ihn alleine, sondern wirklich durch Bullet Club, dass du zeigst, Bullet Club ist eine Einheit. Ja, das ist einfach wirklich wieder gut zu sehen, weil man sieht es ja immer, bei den Inglovadores durch Japan passiert das sehr oft. Sie haben auch damals beim Match zwischen Okada und Naito eingegriffen. Zwar jetzt nicht im Match, aber zwar nicht entscheidend, aber sie haben eingegriffen. Und das war einfach so etwas. Und ich habe mir schon gedacht, die Young Bucks sind am Ring bei dem Match. Und ich war mir so sicher, da wird irgendwas kommen, wo die eingreifen. Das war eigentlich für mich die einzige so richtige Überraschung, wo ich gesagt habe, dass das nicht passiert ist, dass da nicht ein Rap-Bumper. Ich finde es super, weil ich habe kein Wort, dass da irgend so ich warte erst um diese Reihe Wrestling-Matches. Deine Theorie finde ich geil, aber ich war so da, in diesem Moment war ich zufrieden, auch kein Bump oder so, schönes, normales Match, also anfangs normal. Das gefällt mir schon mal so ein Main-Event, was so eine große Show schon besser, wenn das so ein Clean-Up ist. Sicherlich, aber ich finde einfach, wenn du es machst, wenn du den Omega den Titel gibst, dann bitte so, weil du gibst ihm dann so viel Heat einfach
Und das ist auch etwas, was meiner Meinung nach gerade für die erste Titelregentschaft wirklich wichtig ist, dass du nämlich Heel wirklich böse Heat gibst. Bei Naito ist es wieder anders. Der macht es einfach durch sich selbst, weil was hat er damals gemacht mit dem World Heavyweight Title? Hat ihn hingelegt, hat draufgesprungen, ist draufgestiegen. So kann man es natürlich auch machen und hat ihn dann, wie auch jetzt sein IC-Title, hat er dann in den Ring liegen lassen. Kann man natürlich auch machen. Aber vor allem beim Bullet Club ist es ja wieder anders. Man kennt es, die greifen gern so bei den Matches ein. Es sind keine Japaner, okay, bis auf Yujiro Takahashi und Bone Soldier. Ich glaube, der ist auch Japaner, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht. Aber in dem Sinn, die Stars sind alle keine Japaner. Und ich glaube, das wäre dann noch so ein bisschen ein Stich mehr ins japanische Herz. Auf jeden Fall. Was ich mal an die Runde fragen möchte, was denkt ihr über das Match jetzt? Bestes aller Zeiten? Ich meine, Sascha, ich glaube, du sagst nein, du hast ein Match keine Verstärkung gegeben, oder? Nee, 4-3 Viertel. Okay, und Oma, was meinst du, bestes aller Zeiten, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, ob es das Beste aller Zeiten war, weil ich habe halt einfach so die älteren New Japan Matches kenne ich halt nicht alle. Ich kenne halt dort diese legendären 5-Star-Matches kenne ich halt nicht alle. Ich kenne auch die gewisse kenne ich halt nicht. Aber ich muss sagen, es war das beste Match, was ich je gesehen habe. Und ich habe viele Matches gesehen. Deswegen sage ich durchaus, wie du gesagt hast, ich würde es jetzt nicht als das Beste betiteln, weil gibt es das beste Match darum überhaupt? Darum geht's mir nämlich. Darum geht's mir. Für mich, es gibt einfach für mich kein bestes Match, weil jeder mag etwas anderes mehr. Der eine mag mehr den Cruiserweight Style, der eine mag mehr den Strong Style. Ich kann sagen, ich habe ein Lieblingsmatch, aber nicht das Beste. Genau, so geht es mir auch. Und für mich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Beste ist, aber wie du gesagt hast, es muss einfach, wenn man das jetzt jemals macht, sollte man es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Aber was ich so sagen kann, es war zumindest das Beste, was in diesem Jahrzehnt bislang war. Das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt und dann stimme ich dir vollkommen zu. Was ich dazu sagen kann, auf jeden Fall bei mir, ich würde sagen, Top 5 aller Zeiten, das Video das Beste gibt es nicht, ich würde sagen, wenn es eine Top 5 gibt von den Besten aller Zeiten, was man durch die sagen kann, wäre es auf jeden Fall dabei. Also würde ich mir so schon dann sagen. Aber ja, schon gesagt und man kann auf jeden Fall sagen, das Match ist legendär und eines der Besten aller Zeiten und ich bin froh, sowas gesehen zu haben. So was Einmaliges. Und man muss auch wirklich sagen, die hatten wirklich Aktionen drin, wo man denkt, die sterben jetzt. Das ist ein Dragon Suplex, von Top Rope. Ja. Und da dachtest du, und das sieht doch böse aus. Dann kam die Wiederholung, Star Motion, du siehst den alle auf dem Kopf, oh nein, das war wirklich so. Ich weiß nicht, was war, ich glaube ein Knee oder ein Dropkick an den Hinterkopf von Okada. Der Dropkick. Ja, genau. Das war Missile Dropkick vom obersten Ringsack. Der war richtig blöd. Und was mir da gefallen hat, es gab in dem Sinn keinen Kickout, sondern Okada hat den Style gegriffen, auch wieder schön gemacht. Nicht, weil du hast dann vor allem im Replay gesehen, wie hart der Typ ihn einfach an den Hinterkopf getreten hat. Das war jetzt nicht so ein normales Ding. Du hast richtig gesehen, wie der Kopf mal so richtig so ein paar Zentimeter direkt nach vorne geschossen ist. Boah, das war... Und halt auch dieser Back Body Drop nach draußen durch den Tisch, wo die eine Strebe nicht gebrochen ist, die direkt bei Omegas Kopf war. Da habe ich echt gedacht, weil vor allem so viele da direkt hingerannt sind, ich habe gedacht, oh mein Gott, bitte lass da jetzt nichts passiert sein. Man hat richtig die Strebe noch gesehen. Alles war irgendwie kaputt, außer also in der Mitte und so und dann die Strebe da vorne. Au. Die eine Halterung, die nicht gebrochen ist. Ja. Und etwas möchte ich noch sagen, viel Spaß, wer das Match heuer toppen will. Man muss sagen, das Ding war am 4. Jänner, also 4 Tage im neuen Jahr und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, Match des Jahres. Ja, es war eigentlich immer so, Nakamura gegen die Bushi, auch wenn ich in der Top 5, hat niemand getoppt. Außer vielleicht, 2015, dann 16, Tanahashi gegen Okada, vielleicht Naito und Omega haben es auch getoppt, also ich finde nicht, boah, finde das glaube ich schon, oder? Also, ja, ich finde das Match ein bisschen schöner, aber wie gesagt, New Japan macht das sehr gerne, einfach mal am 4. Tag des Jahres einfach das Match des Jahres gerne mal zu produzieren und einfach der Wrestling-Welt dann durchaus einfach schon ganz am Anfang des Jahres die Muskeln zu zeigen. Das finde ich auch richtig schön an der Platzierung des Pay-Per-Views, weil viele sich aufregen. Es ist das
es ist der Start ins Jahr und du haust gleich in dem Sinn das fetteste hin, was du produzieren kannst. Für mich ist es einfach, es ist das Muskeln zeigen von YouTubern, dass sie einfach zeigen, wofür sie in dem Sinn eintreten. Und das gleich ganz am Anfang des Jahres, dass du sagst, New Japan holt sich einfach schon die wichtigsten Titel. Bester Pay-Per-View des Jahres, bestes Match des Jahres, ganz am Anfang des Jahres ab. Einfach, wo sie sagen, wir geben euch nicht mal die Chance dazu, dass irgendein anderes Match da in Betracht gezogen wird. Stimmt. Genau. Echt geil. Genau, ich auf jeden Fall richtig, aber jetzt, wo du sagst, macht Sinn auf jeden Fall. Finde ich geil. Gut, habt ihr noch was zu sagen? Nichts außer dann ist es sowas gibt's Hammer-Hammer-Match 6 Sterne. Hammer-Pay-Per-View. Auf jeden Fall. Man kann ja den ganzen man muss auch so sagen, es war kein einziges Match dabei, wo du dich gelangweilt hast. Ja. Du kannst dir diesen Pay-Per-View anschauen, ich glaube, der ging fast 5 Stunden. Ja, knapp. Und du kannst sagen, es ist einfach nichts drin, was dich langweilt. Es ist einfach wirklich so grandioses Wrestling von allen Seiten, ob es jetzt die Junior Division ist, ob es jetzt ein der Strong Style ist, ob es jetzt ein einfach schönes Tag Team Wrestling ist, du hast alles dabei. Ja. Das stimmt, für jeden was so eine Art. Genau, das Einzige, was halt fehlt, ist Women's Wrestling, aber das ist halt in New Japan nicht. Das hast du bei Takahashis Entrance, Luke. Genau, das reicht. Das reicht. Ja. Aber dafür gibt es halt in Japan die beste Women's Wrestling Promotion Stardom, kann man auch gerne mal anschauen. Das stimmt. Was wird jetzt so im Match gezeigt? Oder ein Highlight? Genau. Wollen wir gleich den Pay-Per-View bewerten, also gesamt bewerten? Jo. Kannst du machen, ja. Kannst anfangen. Ach, cool. Wollen wir heute mal dazwischen fragen. Dann bist du hier special, wenn man so will. Seltener Gast. Special. Dankeschön. Okay. Weather Kingdom 11. Ich vergleiche mal gerne mit dem Pay-Per-View des letzten Jahres. Ich habe letztes Jahr Weather Kingdom 10 Punkte von 10 gegeben. Bei diesem, ich weiß nicht, man muss sagen, der Aufbau, es wurde mit jedem Match rein theoretisch besser. Es war ein richtig krasser Aufbau. Und so soll es eigentlich sein. Es war Abwechslung drin, für jeden was dabei, wie du schon gesagt hast. Viele Titelwechsel, viel Unterhaltung, alles drum und dran. Am Ende der krasse Höhepunkt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht... Es gab ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Aber ich würde fast... Ich wackle wirklich zwischen 9,5 und 10. Aber da dieser Main Event wirklich das mit dem Best Match aller Zeiten zählt, würde ich diesen Match wirklich nochmal, wie letztes Jahr, 10 von 10, das ist eigentlich krank, ey, 10 von 10 Punkte geben, was ich richtig oft mache. Hm. Und ich habe mich doppelt, das ist ein bisschen komisch, aber 10 von 10 Punkte für Wrestling in der Welt. Nice. Ja. Okay, ich war Main Event. Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, mir geht es natürlich eh nicht. Habt ihr auch live geguckt? Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich live geguckt? Ja. Ich nicht. Kevin nicht? Okay. Ist ja nicht schlimm. Ich habe auf jeden Fall auch live geguckt. Und ich war auch super geflasht. Also ich habe mir natürlich einen schon davor gefreut auf das ganze Event. Letztendlich hat es natürlich nicht enttäuscht, das ist natürlich klar. Auch nicht der Main Event, natürlich nicht. Ich habe ja schon meine Meinung dazu gesagt. Trotzdem super Match und generell super Event. Ich würde es jedem empfehlen, dass er nicht gesehen hat, guckt es euch an. Guckt es euch an. Und vor allem, und sonst, wenn man jetzt sagt, du willst nicht das Ganze schon, dann die letzten 2 Stunden. Richtig. Das sind immerhin die Highlight-Matches passiert. Und wenn du wirklich gar keine Zeit hast, dann im Main-Event. Also eins musst du machen. Genau. Ist eine Pflicht. Auf jeden Fall würde ich den ganzen 9 von 10 geben. Und zwar aus dem Grund, ich hasse es, irgendwie so volle Bewertungen zu geben. Ich kann das irgendwie nicht. Ich traue mich das immer nicht. Deswegen 9 von 10. Aber ich verstehe auch die 10 von 10 von Kevin, durchaus. Ich würde gern Wrestle Kingdom einen Abzug geben, wegen Toru Yano. Aber... Objektiv werden, Objektiv werden. Aber weil einfach, dass der Main Event so verdammt gut war, weil einfach die letzten 2,5 Stunden so grandios war, sehe ich über Toru Yano hinweg und weil der Typ halt einfach jedes Jahr bei Wrestle Kingdom ist und einfach jedes Jahr, ich glaube, auch gewinnt, kann ich darüber hinwegsehen und ich gebe dem Ding auch 10 von 10. Weil, wo willst du wirklich was abziehen? Es war kein Match, wo du sagst,
ist das langweilig, ist das bald zu Ende, sondern jedes Match war so gut aufgebaut, jedes Match hatte eine schöne Story, ja, sogar das Toru Yano Match hatte eine schöne Story, ach Gott. Aber es war einfach wirklich alles so richtig perfekt aufgebaut. Du hast überall, auch wenn du jetzt nicht, also ich schaue New Japan, aber ich glaube auch, wenn du jetzt nicht New Japan siehst, hast du immer ganz klar die Story rauserkannt. Und das ist auch einfach wirklich das Schöne daran, dass einfach alles wirklich einen Sinn hatte, wie jeder Titelwechsel, außer Toru Yano, hatte Sinn. aber es war einfach schön. Ich verstehe jede Booking-Entscheidung, außer die eine, aber ich will den Namen jetzt nicht so oft sagen. Wer denn, Toru Yano oder was? Ja, genau. Ja, aber am Ende muss man einfach sagen, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst schönes Wrestling sehen, du hast sehr große Erwartungen und wirst dennoch übertroffen, was willst du denn dann noch sagen? Weil man geht jedes Jahr in ein Wrestle Kingdom rein und hat einfach so fette Erwartungen. Du hast jedes Jahr einfach, wo du sagst, oh mein Gott, die hauen die Show des Jahres raus. Und dann wirst du dennoch noch überrascht. Und das ist einfach das Geile, was ich an New Japan so sehr liebe. Du weißt, dass es verdammt gut wird und trotzdem schaffen es die, dich trotzdem noch irgendwie zu überraschen, weil es einfach noch besser wird, als du es eigentlich glauben kannst. Deswegen muss ich dem Ding einfach 10 von 10 geben. Ja. Wunderschön gesagt. Genau. Okay. Ihr habt das später zu sagen? Nee, jetzt habe ich mir ausgeredet. Ich auch nicht. Ich bin auch fertig. Ich bin auch fertig. Außer gebt den Guerrillas of Destiny sofort die scheiß Deck im Titel zurück und lasst Ishii nicht noch länger mit Toru Yano rumhängen. Das ist eine Warnung an New Japan. Eine ganz klare Warnung. Ja, dazu, ne? Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir danken uns dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wie gesagt, guckt den Pay-Per-View oder das Event halt an. Ihr werdet es nicht bereuen. Könnt uns glauben. Like, kommentiert, favorisiert, kommentiert. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Und ansonsten? Ich hoffe, vor allem würde ich halt sagen, es war unser erster Indie-Pay-Per-View, den wir reviewed haben. Stimmt. Vielleicht gibt es... Ist New Japan so Indie? Das ist eigentlich nicht mal Indie, aber das, ich weiß, was du meinst. Okay, dann sagen wir so, es ist der erste Nicht-WWE-Pay-Per-View, den wir reviewed haben. Yes. Und vielleicht kann man das ja in nächster Zeit ein bisschen öfters machen, weil, naja, wenn man immer sowas Hohes raushaut, warum denn nicht? Vielleicht schaffen wir es. Ja. Jo, genau. Und ich glaube, in dem Sinn können wir sagen, es war uns eine Freude, wie Sascha schon gesagt hat. Es war eine Ehre, dabei zu sein. Immer. Uns hat es auch gefreut, dich mal wieder dabei zu haben. Ja, das stimmt. Merci. Und am Ende können wir noch sagen, was Sascha schon gesagt hat. Like, Shared, bla bla bla. Ihr kennt das Ganze ja auch von allen anderen Facebook-Videos. Ist nichts Neues, ist was Altes. Und ja, in dem Sinn sage ich mal ciao. Macht's gut. Haut rein.